Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Tja, anscheinend ist es von Spielstand zu Spielstand unterschiedlich, welche Welt hier aufgelistet wird. Zum Beispiel ist hier Eichenhain, Sandkuchenwüste, dann das Minzmeer und dann die Eiswürfel-Eisfälle. Aber ich denke, das liegt nur daran. Was passiert dann? Bescheuert. Das liegt nur daran, dass wir das Minzmeer zuerst besucht haben. Und da ich glaube, dass es immer traditionell so war, dass die Eiswelt die dritte Welt ist, machen wir zuerst die Eiswelt. Also geht's jetzt los mit dem ersten Level Drehsternhimmel. Tja, immer noch mit Luigi. Ich weiß nicht, wann ich die Charaktere mal, austauschen werde. Aber ich denke auch wieder so nach 4 Parts, also dann werde ich das im 9. Part wieder wechseln. Weil wir hätten das auch so machen können, pro Welt einen Charakter. Das wäre auch gut gewesen. Aber da ich ja vergessen habe, die Charaktere zu wechseln, und mir es erst in der zweiten Welt wieder eingefallen ist, dachte ich mir, ja gut, dann wechsle ich halt dann, wenn ich Bock dazu habe. Ne, Moment mal. Gut, dass ich da jetzt nicht getroffen habe. Es könnte auch sein, dass da eine Ranke rauskommt. Ja. Und das tut sie. Ja gut, es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, glaube ich. Ja doch, wir wären auf jeden Fall nicht mehr dran gekommen. Also zum Glück habe ich nicht getroffen. Ja doch. Doch, wir wären tatsächlich noch dran gekommen. Das ist ein bisschen lame gemacht. Weil so braucht man eigentlich zwingend das Flughörnchen. So muss man zwingend die Ranke aktivieren. Und so ist es jetzt halt, man fliegt da kurz hoch und kann die dann direkt einsammeln. So, die Ranke hätten sie sich auch sparen können. Weil so fand ich die Starcoin jetzt einfacher, als wenn man die Ranke einfach weggelassen hätte. Bisschen schade. Aber gut, wir wollen uns mal nicht beschweren. Wir haben schon 2 Starcoins. Wir kommen gut durch. Und da habe ich jetzt blöd das Flughörnchen verloren. Aber ich glaube, hier kriegt man sowieso ein neues. Ja. Also eigentlich alles gut. Nur die Frage ist jetzt, wo ist die letzte Starcoin? Hier kriegt man ja am laufenden Band Flughörnchen. Was ist denn das für ein Level? Oh. Und hier ist die letzte Starcoin? Nein. Tatsächlich nicht, aber ein Stern. Das wird anscheinend ein Star-Run. Finde ich schön, ja gut. Hätte man jetzt auch mit dem Flughörnchen bewerkstelligen können. Aber Moment mal. Man wäre da auch so easy runtergekommen. Was sind denn das für müllige Verstecke von den Starcoins? Also manchmal frage ich mich, ob Nintendo sich überhaupt Gedanken über ihre Level macht. Wie auch immer. Wir können uns auf jeden Fall jetzt hier den blauen Baby-Yoshi abholen, den wir dieses Mal nicht so einfach verlieren werden. Hoffentlich. Damit wir dann auch
mal zeigen können, was er so alles kann. Beziehungsweise, dass wir den generell über den Level behalten können. Und ich denke, die Kombination Baby Yoshi und Flughörnchen ist ja tatsächlich echt gut. Also werde ich auch dabei bleiben. Und zwei ab sogar. Krass. Das ist eine richtige One-Up-Maschine. Ja. Also wenn man mal One-Ups farmen möchte, wirklich. Wahrscheinlich am besten einfach hier hinstellen. Und die ganze Zeit Blasen schießen. Ja. Das ist krank. Wie viele One-Ups man da rausbekommt. Scheiße. Da habe ich ihn jetzt aus Versehen weggeworfen. Ich wollte eigentlich... Keine Ahnung, was ich wollte. Ich wollte wahrscheinlich das Flughörnchen benutzen. Aber geht logischerweise nicht. Und man kann auch nicht wirbeln. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ach doch, mit dem Sprungknopf aber nur. Okay. Man kann sich auch so ein bisschen hochboosten. Ich glaube, es gab sogar eine... alles klar, du hast Hunger. Ich glaube, es gab sogar eine Challenge mit dem Baby Yoshi. Wo man sich immer so hochboosten musste. Und ja, okay, wir werden sowieso wieder groß. Also alles gut, schätze ich. Und hier gibt es auch eine Eisblume. Hatten wir 7? War ich... Keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie dumm im Kopf oder so. Ich weiß es nicht. Und wir haben safe eine Starcoin verpasst. Ja, habe ich jetzt aber keinen Plan, wo die sein könnte. Schade. Treffen wir überhaupt noch mal auf eine Starcoin? Ach, da oben. Und es ist tatsächlich die zweite. Was? Okay. Das ist ungewöhnlich. Boah, das war knapp. Ich wollte auch gerade sagen, irgendwie ist der Baby Yoshi auch eher eine Behinderung als eine Hilfe. Weil man kann zwar gut One-Ups farmen, aber... Ja. Ist ja alles gut. Kann zwar gut One-Ups farmen, aber wenn man dann mal in Bedrängnis geraten sollte... Alter, was war das denn? Komm, jetzt aber. Oh, alles klar. Nice. Also wenn man mal in Bedrängnis geraten sollte, ist der auf jeden Fall Schrott. Wie man gerade gesehen hat, da habe ich nur gut reagiert, dass ich den da weggeworfen und einen Wandsprung ausgeführt habe, weil mit dem Baby Yoshi in der Hand kann man keinen Wandsprung vollführen. Und wir haben anscheinend schon wieder ein Mopsi-Level. Alles klar, dann machen wir erst das, bevor wir irgendwas anderes machen. Weil ich glaube, wenn wir das Spiel einfach durchspielen würden... Also war jetzt vielleicht ein bisschen dumm. Wenn wir das Spiel einfach normal durchspielen würden... Dann...
Ist es hinterher so, dass wenn wir das Mopsy-Level machen, wir erstmal danach ein paar andere Level spielen müssen, damit sich Mopsy überhaupt nochmal zeigt. Und um das eben zu verhindern, machen wir den direkt. Das war eine lange Erklärung. Aber jetzt geht's erstmal ans Mopsy-Fangen. Und bei dem Level könnte ich mir das sogar ziemlich schwierig vorstellen. Ja gut, wenn man hier einfach durchrusht und... Ich sag nix. Wenn man hier einfach durchrusht und keine Starcoins sammelt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es kein Problem ist. Und so ist es auch. Mein Zeugs, tausend Dank. Jetzt kriegen wir wieder die Pi-Eichel. Ja, so ist es. Die wir hier auch direkt verstauen. Na gut. Dann geht's weiter mit dem Pinkool-Kampf, würde ich sagen. Und danach mit der Burg. Aber erstmal hier der Fight, damit man ihn gesehen hat. Okay, ich glaube, das war so. Ja, genau. Ah, okay. Anscheinend geht das nur, wenn einer keine Sonnenbrille mehr hat. Aber nicht, wenn beide keine haben, dann eliminieren sie sich nicht gegenseitig. Na gut, wir haben schon wieder 3 Sterne. Ja, komm, warum nicht? Tanztee im Tauwetterturm. Na gut, so ist der Anfang zwar sehr leicht, aber ist jetzt hier auch keine Kunst, da durchzukommen. Hallo. Gut. Also ist jetzt auch nicht so schlimm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eine Starcoin verpasst habe, aber das Gefühl hatte ich ja schon öfter. Also warten wir erstmal ab. Oh. Kommt sogar ein zweiter. Ah, Moment. Ah, nee. Ist hier nur Red Coins oder ist hier oben... Ja, da war ich jetzt viel zu langsam. Aber da ist keine Starcoin, ne? Nö. Ich denke mal nicht. Geht's hier denn rein? Da ist eine Starcoin. Aber ob das die erste ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja, doch. Ist tatsächlich die erste. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dennoch ist es so. Können wir uns hier, ja, ein Backup können wir uns hier mitnehmen. Ja, okay. Anscheinend doch nicht so wirklich. Ja, und da ist auch kein Secret. Da rechts gehe ich jetzt auch von keinem Secret aus. Aber da drüben. Oh, und das war knapp. Holy shit. Ich denke, dafür braucht man auch zwingend die Eisblume. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass man da irgendwie drankommt. Und hier ist die dritte Starcoin. Alles klar. Und da hatte ich jetzt Luck.
Komm, geht hier mal weg. Zwei Ups. Wunderbar. Oh, und hier gibt es tatsächlich auch noch eine Feuerblume. Drüben noch irgendwas? Eisblume? Nö, nur eine Münze. Na gut. Bestreiten wir den Kampf mit der Feuerblume. Let's go. Na, aber schon wieder Bum-Bum. Ja, cool, der kann jetzt irgendeinen neuen Kram, ganz toll. Lass mich schon wieder so blöd treffen. Naja. Aber so ist das nun mal, wenn man das mit der Feuerblume macht. Bin ich irgendwie dumm? Naja. Und jetzt wird die richtige Magie gewirkt. Der Sturm verschlimmert sich. Wir speichern ab. Sehen wir es aber positiv, ich kann wenigstens jetzt hier den Pilz benutzen. Dann ist er auch mal weg. Gletscher der Stachelgumbas, los geht's. Ach, Moment mal. Hier gab's, glaube ich, irgendeine böse Starcoin. Oh gut, der Level ist auch so sehr gemein. Die ganzen Gumbas, die ja durch die Luft fliegen. Gumbas sind zwar sehr leichte Gegner, aber wenn die so hoch springen... Oh ey, hau ab. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So. Wenn wir uns hier treffen lassen würden... Wäre es vorbei, dann würden wir da oben nicht mehr drankommen. Ah, schon. Ah. Müssten wir uns nochmal treffen lassen. Und das wäre lame. Ach so, okay. Und die erste Starcoin ist in unserem Besitz. Nice. Zurzeit wieder richtig viele Level. Wo man die erste Starcoin, also wo man die zweite Starcoin nach dem Checkpoint bekommt. Und endlich mal wieder ein Yoshi-Level. Nice. So, machen wir ihn weg. Schauen hier noch, ob hier irgendwas Besonderes ist. Anscheinend nicht. Hier kommt man anscheinend auch nur mit Yoshi hoch. Das ist, ja. Eine gelungene Einbindung von Yoshi. Ich wüsste jetzt nicht. Doch, man wird die Starcoin auch mit dem Flughörnchen bekommen. Aber dann muss man auch halt erstmal wissen, dass man das Flughörnchen braucht. Also alles gut. Ich schätze es jetzt als sehr unwahrscheinlich ein, dass man da überhaupt ein Flughörnchen aus Zufall mit dabei hat. Außer man denkt sich halt, ja, das Flughörnchen ist ein extrem gutes Item. Nimmt das halt immer mit. So. Aber sonst hat man das da eher nicht. So. Dann verabschieden wir uns von der Blume.
Und von Yoshi. Und ich verabschiede mich erstmal von euch. Jo, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.